Hi und willkommen zurück zu Tracking Packing Gear. Heute ein neues Video. Ich war mit einem Kumpel von mir über Ostern in Südpolen in der Nähe der Schneekoppe für 3 Nächte tracken und ja, campen. Und das sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Erfahrungen gewesen und jetzt gibt es ein kleines Video dazu. Ja, herzlich willkommen aus dem Rudawski Park hier in Südpolen in der Nähe der Schneekoppe. Wir haben jetzt unser Abenteuer begonnen heute. Relativ spät, ist erst 15 Uhr. Es ist schon 15 Uhr und ja, wir suchen jetzt heute so gegen 20 Uhr einen Schlafplatz, haben jetzt irgendwie nur 12 Kilometer heute mit ca. 400 Höhenmetern und es erinnert alles sehr, sehr stark an die Sächsische Schweiz, also wie man sehen kann, da hinten sind auch Felsformationen und hier schöne Bäche. Mal sehen, wo wir heute Abend schlafen werden. So, sehr, sehr ähnlich der Sächsischen Schweiz. So, erster Aussichtspunkt erreicht. Aber leider wegen dem Wetter, wegen dem Regen und dem Nebel, gar keine Aussicht hier. Normalerweise wäre es hier, glaube ich, ziemlich cool. Und hier wäre auch eine ziemlich geile Stelle zum Campieren. Erinnert mich alles sehr stark an die Sächsische Schweiz, aufgrund der Felsformation und so weiter. Aber dass man hier legal zelten darf, das ist das Geile daran. Da drüben sieht man auch eine Feuerstelle. Also die Gelegenheit haben sich schon manche genommen, dass sie hier gezeltet haben und ein Feuer gemacht haben. Wir hatten leider echt ziemlich Pech mit dem Wetter am ersten Tag. Es war komplett nebelig und hat genieselt die ganze Zeit. Deshalb sind die Aufnahmen jetzt auch nicht so schön geworden. Aber zum Glück hat sich das noch gegeben in den nächsten Tagen. So, das erste Mal, dass man ein bisschen was sieht. Leider auf der Handykamera nicht besonders, aber ja, ist erstmal eine kleine Aussicht. Nicht schlecht. Hier ist ein riesiger Haufen Laich von einem Frosch oder so, habe ich echt ewig nicht mehr gesehen. Ist auch sehr, sehr wackelig. Also jetzt zieh mal im Vergleich mein Fuß. Riesig. Wenn es nicht die ganze Zeit regnen würde und nicht so verdammt nebelig wäre, wäre das hier echt ein ziemlich geiler Ort, um mal kurz zu kneipen. Ach, herrlich. So, ja, aufgrund des Wetters und weil es schon ein bisschen spät war, habe ich jetzt nicht viel mehr gefilmt gehabt an dem Tag. Wir haben dann unseren Schlafplatz in der Nähe von einer kleinen Straße gefunden. Ein bisschen den Berg hoch war da eine relativ ebene Fläche. Und da haben wir dann die Zelte aufgeschlagen und keine Sekunde zu früh, weil direkt nachdem wir die Zelte oben hatten, fing es dann auch an zu regnen. So, hier einmal ein Video von unserem Schlafplatz. Ich habe hier mein Nature High Cloud Up One 20D Version angebaut. Man sieht, es ist extrem neblig aufgebaut. Und da hinten kochen ein paar Tortellinis. Da ist mein Kumpel im Zelt. Ja, der nächste Tag begann dann leider genauso wie der erste Tag aufgehört hatte. Mit Regen und Nebel. Und ich lag im Zelt und dachte, oh, ist schön hell draußen. Ist ganz schön hell in dem weißen Zelt. Und dann habe ich rausgekommen. Auf jeden Fall hatten wir aber den Wetterbericht gesehen und es sollte an dem Tag noch aufklaren. Und darauf hatten wir uns auf jeden Fall schon gefreut. Weil morgens war es auf jeden Fall nicht so motivierend, in den Tag loszustarten in der Wanderung. Das Nature Hike hat den Regentest sehr, sehr gut überstanden und hat keine Feuchtigkeit durchgelassen und auch die Kondensation im Zelt war wirklich nicht schlecht. Also da habe ich ein schlechteres erlebt, obwohl ich vorne, dort sieht man es einmal, vorne habe ich nicht mal die Belüftung aufgemacht und trotzdem war alles gut. So, das war der Schlafplatz für heute. Ah, ziemlich viel Platz in einem Einmannzelt,
Rucksack passt daneben. 64 cm Isomatte passt rein. Hat leider ganz schön geregnet die Nacht. Also ist alles ziemlich nass und dreckig. Überall so kleine Würmer. Ziemlich kalt. Muss ziemlich kalt gewesen sein die Nacht. Weil hier überall auf dem Zelt, das ist kein Wassermeer, sondern das ist mehr so Richtung Eis. Das komplette Zelt einmal zugeregnet und eingefroren. Hier oben, wo dann die warme Luft ist, ist das natürlich noch Wasser, aber vor allem im Vorzelt, wo keine warme Atemluft hinkommt, ist alles angefroren. Auch hier die Seite vom Zelt, wo ich nicht geschlafen habe, ist komplett vereist. Und auch hier das Seil kann man zusammenbiegen, weil es komplett vereist einmal ist. Nachdem wir dann unsere Zelte mit eiskalten Fingern zusammengepackt hatten, kam als erste Priorität, sich was zu essen zu holen. Das haben wir im schönen Ort Kovary gemacht, bei Biedronka. Und ich muss sagen, die Inflation hat auch in Polen nicht aufgehört. Also die Preise haben deutlich zugenommen. Trotzdem haben wir uns dann was Schönes geholt, Gyros und Brötchen, und haben uns dann gestärkt für einen weiteren Weg. Und da auch Ostern war, mussten wir halt für die nächsten 3 Tage dann das Essen holen. Und das dann die nächsten Tage mitschleppen. Endlich kommt die Sonne mal heraus heute. Habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. So, wir sind jetzt knapp unter 1000 Metern, haben gerade 600 Höhenmeter gemacht und hier sieht man schon noch Schnee liegen. Nochmal, die Nacht wird nicht ganz so kalt. Also auf knapp 1000 Metern hatten wir dann mit Abstand einen der besten Ausblicke. Da klarte der Himmel endlich auf und das war einfach ein Segen nach einem Tag voller Regen und Nebel. Und ja, dann ab dem Tag ging das Wetter auch steil bergauf. Wenn ihr das sehen wollt, dann guckt auf jeden Fall den zweiten Teil an. Ich werde dazu jetzt den zweiten Teil machen und wen es interessiert, der soll sich das angucken. Damit ihr ungefähr wisst, was euch so erwartet, hier mal ein paar Eindrücke. Wir haben einen total türkisblauen See gefunden. Ich zeige noch einmal, was ich so an Equipment und an Nahrung und allem dabei habe. Dazu kommt dann noch ein Ausschnitt von einem der besten Schlafplätze, die ich jemals hatte, und natürlich auch noch weitere schöne Aussichten. Wir haben eine Katzenwäsche genommen und ja, wir haben auch Wasser aus dem Bach gefiltert. Also wer das alles nicht verpassen will und vielleicht ein paar Tipps mitnehmen möchte und ein paar schöne Aussichten sehen möchte, sollte sich auf jeden Fall den zweiten Teil angucken. Ich freue mich sehr über alle, die es ja bis zu diesem Teil des Videos geschafft haben, und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch freuen, wenn ihr einfach ein Abo oder ein Like oder einen Kommentar da lasst. Wenn ihr Fragen habt irgendwie zu irgendwelchem Equipment, zur Ausstattung, zur Reiseroute oder irgendwie sowas, ich versuche viel in die Beschreibung zu schreiben, aber schreibt gerne einfach einen Kommentar. Ich bin auch immer gerne für Kritik, Anregungen offen, und ja, also ich werde nochmal einen zweiten Teil machen. Ich glaube, wenn ich jetzt alle Videos in einen Teil gemacht hätte, wäre es dann doch ein bisschen lang und einseitig geworden, aber wenn es interessiert, guckt den zweiten Teil an. Ein Loadout-Video kommt auch noch dazu. Und demnächst kommt dann auch noch ein Video, wo ich meine liebsten Tracking-Nahrungen und günstigen Tracking-Nahrungsersätze vorstellen möchte. Also ja, mach's gut und bis dann.